dritte Liga bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Letztes Löwenheimspiel des Jahres gegen Aspach. Gegen Ende der Hinrunde geht der Trend bei beiden in komplett unterschiedliche Richtungen. 60 seit 4 Spielen ungeschlagen. Und Groß Aspach zuletzt mit 3 Pleiten in Folge. Will die Wende gegen 60, die von Beginn an mit Noel Niemann. Der Junge im Sturm bei seinem Profi-Startelf-Debüt holt hier nach 11 Minuten den Freistoß raus. In hervorragender Position Daniel Wein und Tim Rieder. 1:0 für 1860. Tim Rieder gegen Haching angeköpft von Mölders und jetzt hier angeschossen von Wein. Ergebnis zweites Saisontor und 1:0 für 60. Die allererste Führung zum 1:0 für 60 unter Michael Kölner. Aber Aspach auch durchaus dabei. Mehr auf Konter anfangs verlegt und mit Chancen. 28. Bösel prüft hier mal Marco Hiller. Aber der hat damit keine größeren Probleme. Und auch in der Folge Aspach immer besser im Spiel. Und hier mal einen Schritt zu spät. Behunek gegen Böhnlein. Behunek hatte schon Geld. Das war die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und Schiedsrichter Max Burda ist da knallhart und sagt, da gibt es den Kontakt. Und dementsprechend gelb-rot für Jonas Behunek. Die Löwen also ab dem Moment einer mehr auf dem Platz. Der Fußballgott hat sich schon lange nicht mehr bei uns in Aspach blicken lassen, meinte Oliver Zabel, der Coach der Aspacher. Und auch hier hadert er mit dem Schiedsrichter und dem Schicksal. Doch trotz Unterzahl Aspach gut im zweiten Durchgang. Flachodimos, 52. 1:1. Bekommt den Ball da vom Löwen Innenverteidiger. Erstmal die gute Flanke von Imbongo. Dann Felix Webers Fuß wird zur Vorlage für Panagiotis Flachodimos mit seinem 5. Saisontor. Die Löwen taten sich schwer und Michael Kölner wollte natürlich nach Sieg und Unentschieden in seinem dritten Spiel mit den Löwen 3 Punkte folgen lassen. Dressel mit dem Schuss und dem Tor dann durch Owusu in der 58. Doch es war abseits. Die Aspacher brauchen natürlich auch Punkte im Abstiegskampf mit Chancen durchaus. Kai Gehring, Top-Gelegenheit in der 68. Minute. Haben die Aspacher hier durchaus auch in der Schlussphase noch was im Köcher. Aber scheitern hier an Marco Hille. 88. Minute, nochmal die Löwen im Kontermodus. Sieheis perfekt auf Prinz. Owusu, den muss er natürlich machen. Riesengelegenheit, 100%ige Torschance für Prinz Owusu. Der kommt hier nicht mit dem Ball ins Tor. Somit bleibt es am Ende beim 1:1 zwischen 60 und Groß Aspach, die sich den Punkt in München auch verdienen. Wir haben heute nicht gut gespielt. Jetzt muss man einfach sagen, wir können besser spielen. Wir wollten ein bisschen ein Stück weit auf einzelnen Positionen mit dem Kopf durch die Wand und dann kommt am Ende so raus. Wir haben gerade eine ziemlich raue See. Und da muss man auf Kurs bleiben und das haben wir heute bewiesen. Und jetzt ist alle Konzentration schon auf das nächste Wochenende gerichtet. Ich glaube, diesen Impuls, den wir heute hier gesehen haben, den brauchten wir dringend. Groß Aspach gelingt also eine kleine Trendwende nach zuvor. 3 Niederlagen, 1860. Trotz Überzahl im letzten Hinrundenheimspiel nur 1:1, hat trotz allem in den letzten 5 Spielen nicht mehr verloren. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.